Hallo und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. Im letzten Part haben wir die letzten Quests abgeschlossen. Und in diesem wollen wir uns jetzt an die Harmoniegespräche ranwagen. Ich habe zwischen den Parts, das kann ich hier gerade mal zeigen, so als geladen hat, wie man sieht, alle auf maximale Harmonie gebracht. Und zwar ist es so, dass Harmonie zwischen Charakteren bei Quests steigen können. Das hat man gesehen, diese kleinen Gespräche, die da immer kommen, bringen ein paar Harmoniepunkte. Dann gibt es die Harmoniegespräche natürlich, um etwas Harmonie zu bekommen. Diese beiden Sachen sind endlich. Dann kann man die Sammel-Items schenken. Das geht auch wieder, glaube ich, hier im Harmoniediagramm. Nee, doch nicht. Ja, man kann die Sammel-Items verschenken. Und diese geben dann bei manchen Charakteren. Also ist so, man schenkt immer einem Charakter und dieser Charakter muss dann das Item mögen oder halt nicht mögen. Damit kann man die Harmonie steigern oder senken. Ist aber mit ziemlich viel Grinding verbunden. Das einzige Item, was wirklich extremst gut Punkte gibt, ist das Item, was wir fürs Collecticon gebraucht haben. Nämlich hier die Liebesquelle. Diese kriegen wir aber nur getauscht, wenn wir Superbosse besiegen. Und das kann auch ziemlich gut Zeit fressen. Dann natürlich eine der größten Sachen, die Harmoniepunkte geben, sind Kämpfe. Und man kann hier im Erzmeer an einer Stelle sehr gut Harmonie farmen. Und zwar nicht, indem wir kämpfen, sondern indem wir gerade das nicht tun. Dazu ist gesagt, da braucht man ein bisschen Vorbereitung. Nämlich man braucht auf dem Charakter, den man selber steuert, eine maximale Schwächungsresistenz. Das kann man einmal mit dem mit der Schwächungsresistenz 6 kann man sich schon mal 75% holen. Das war das Item, was wir in dieser Schatzkammer bekommen haben. Und dann einfach noch was dazu, dass man halt auf 100% Schwächungsresistenz kommt. Und man sollte ziemlich maximal Level sein. Ich zeige das jetzt auch einmal, wie das geht. Es wirkt etwas seltsam, aber es funktioniert recht gut. Wir haben nämlich hier den Sturm-Begalon. Und dieser Gegner ist besonders, weil der hat Konterschlaf. Das heißt, jedes Mal, wenn man ihn trifft, fügt er Schlaf zu. Was im ersten Moment ziemlich seltsam klingt. Aber dadurch, dass ich eine vollständige Resistenz gegen Schwächungen habe, kann ich nicht einschlafen. Aber meine beiden Teammitglieder. Und dann kann ich diese beiden konstant wieder aufwecken, was jedes Mal Harmoniepunkte gibt. Also mehr oder weniger der Kampf besteht dem, ich stehe einfach dahinter und hämmer die B-Taste. Und man kann entweder warten, bis der Gegner besiegt wurde. Na gut, jetzt funktioniert das gerade nicht. Dafür muss er immer stehen. Solange er umgeworfen ist oder ohnmächtig ist, zählt das nicht. Und ich kann so halt konstant farmen. Kleiner Trick, den man nutzen kann, um etwas Zeit zu gewinnen. Wenn er jetzt halt so weit ist, also fast besiegt ist, geht man in Fluchtmodus und rennt einfach weg. Lässt ihn resetten und dann läuft man wieder hin. Ja. Empfehlung. So eine kleine. Ja, meistens reicht es, wenn man bis hierhin läuft. Eine Empfehlung von mir ist, Schala sollte man lieber selbst steuern, um mit ihr die Harmonie hochzufahren. Weil dadurch, dass sie abseits steht, ist es meist so, dass sie nicht von den Stacheln getroffen wird, beziehungsweise halt dann meist sehr abseits steht und man dann immer zu ihr hinlaufen muss, was ein bisschen suboptimal ist.
Genau, aber so kann man sehr gut die Harmonie hochfahren. So, dann wollen wir aber mit unseren Harmoniegesprächen starten. Und zwar beginnen wir in Kolonie 9. Dort haben wir sogar schon zwei, nämlich die beiden ersten Harmoniegespräche, die man so kriegt, nämlich einmal hier oben auf dem Ausblickshügel das Tutorial zwischen Shulk und Fiora. Und wir hatten, glaube ich, auch schon das hier oben beim Teferhöhleneingang zwischen Shulk und Ryan. Exakt, das ist auch schon weg. Das wäre nämlich hier. So, dann das nächste. Müssen wir einmal Ryan ins Team holen. Und zwar ist das in Dunbans Haus. Also, ich habe mir jetzt außerdem auch nicht rausgeschrieben, was die besten Antworten sind. Ich mache die Gespräche einfach. Es gibt drei Hauptverläufe in den Gesprächen. Ich finde alle recht gut. Also, sie haben auch meistens ein positives Ende, auch wenn man komplett daneben liegt. So, und zwar das hier: Fioras Kochkünste. Namen, Essen. Was kostet denn so denn Schönes? Sage ich nicht. Sei nicht so neugierig und hab ein bisschen Geduld. Ach komm. Mein Magen knurrt weniger, wenn ich weiß, was es gibt. Momentchen mal. Wer hat gesagt, dass ich dir überhaupt etwas abgebe? Na, nehmen wir mal das Erste. Ich glaube, gibst du mir was. Du gibst mir sicher was. Wenn ich dir sage, dass dein Essen toll ist. Ich muss gestehen, das hat außer meinem Bruder und dir noch niemand zu mir gesagt. Dieser Schurk, keine Manieren hat der. Naja, er sagt immer, dass es ihm schmeckt. Aber das sagt er auch dann, wenn es offensichtlich versalzen ist. Ich meine, ich weiß doch selbst, dass es nicht immer perfekt ist. Typisch Schurk. Aber mach dir keine Gedanken. Koch einfach weiter für ihn. Das würde ich sowieso tun. Mach mal das untere. Gut so, Kopf hoch. Ah, schade. Das war das Falsche. Hey, seit wann brauche ich deinen seelischen Beistand zum Kochen? Hör zu. Es ist ganz normal, dass ihm dein Essen immer gleich gut schmeckt. Was soll das denn heißen? Naja, er isst dein Essen schon seit Jahren. Ich würde sagen, es ist einfach normal für ihn geworden. Es ist normal, dass es lecker ist. Und deshalb lobt er es nicht immer. Ich koche also immer gleich. Aber das ist doch nichts Schlechtes, Fiora. Es ist gut so. Er mag dein Essen so, wie es ist. Also koch einfach weiter. Na, danke für deinen Ratschlag. Und wie lange soll ich ihn deiner Meinung nach bekochen? Also, wenn ich rieche, wie das hier duftet, würde ich sagen, lange. So. Dazu ist auch noch eine Sache gesagt zu den Harmoniegesprächen. Man hat immer ein Plus am Ende, weil wenn man die beiden Entscheidungsmöglichkeiten richtig beantwortet, gibt es jeweils 4 Plus. Wenn man sie falsch beantwortet, gibt es immer 4 Minus bei den jeweiligen Antworten. Und am Ende dieses große Herz sind 10 Plus. Also man hat eigentlich mindestens ein Plus von 2. Somit kann ich jetzt auch nicht durch totales Falschliegen so weit runterrutschen, dass ich manche Gespräche nicht mehr führen kann. So, als nächstes brauchen wir Dunbar im Team.
Und zwar müsste das dieser hier sein, im Wohnviertel. Ich gehe jetzt einfach die Liste durch. Sind nicht in der richtigen Reihenfolge, wie wir sie freigeschaltet haben. Zum Beispiel jetzt Führers Kochkünste können wir machen, nachdem es hier den Angriff der Mechkon gegeben hat. Zum Beispiel, beziehungsweise das hier jetzt nach der Festung Galahad. Ah. Das ist natürlich jetzt noch eine andere Sache. Dieses Harmoniegespräch müssen wir nachts führen. Schauen wir mal auf Nacht. Und können das Harmoniegespräch die Wächter sehen. Und ja, ich weiß, meine Batterie ist fast leer. Verzeih, dass ich dich um diese Zeit so plötzlich sprechen will. Kein Problem, was gibt's? Das kommt vielleicht ein bisschen plötzlich, aber was hältst du eigentlich von Fiora und Schulk? Hä? Sag einfach, was du denkst. Was ich denke? Wenn das mal so einfach wäre. Ich will einfach wissen, was du denkst, wenn du die beiden siehst. Das ist es ja. Ich weiß es nicht mehr. Früher, als wir klein waren, wäre die Antwort einfach gewesen. Früher? Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. In letzter Zeit werde ich auch nicht mehr schlau aus den beiden. Na, wenigstens bin ich nicht der Einzige. Das ist offensichtlich, dass sie sich sehr mögen. Aber irgendwas scheint nicht ganz in Ordnung zu sein. Genau dasselbe denke ich auch. Wenn ich mir die beiden ansehe, dann habe ich Angst. Angst, dass etwas Schlimmes passieren könnte. Ich wünschte, wir könnten ihnen entlocken, was los ist. Tja, die beiden verlieren wie üblich keinen Ton darüber. Sie könnten uns ihre Sorgen ruhig anvertrauen. Wir sollten in jedem Fall weiter für sie da sein. Auch wenn sie sich dazu entscheiden, uns nicht einzuweihen. Ja, auf jeden Fall. Egal was auch passiert, wir werden für sie da sein. So. Dann hätten wir das. Dann fürs nächste packen wir Melia mit ins Team. Und wir porten uns hier hoch zum Zylinderspeicher. Das antike Wrack. Wie ungewöhnlich, dass ein solches Schiff hier abgeschürzt ist. Kennst du das Ding etwa? Das tue ich in der Tat. Es ist ein Transportschiff aus Alkamoth. Dieses Gefährt transportierte einst Ätherzylinder. Wie jetzt? Was jetzt? Dieser Schrott hier, dieser Schrott ist von den Horrentia? Ja, sieh genau hin. Erkennt ihr es nicht anhand der Schiffe, die ihr in Alkamoth saht? So genau habe ich mir eure Schiffe nicht angeguckt. Wir hatten schließlich anderes zu tun. Das mag sein. Gleichwohl trifft dies eine gewichtige Frage auf. Was ist mit den Überlebenden? Ja, die Überlebenden. Falls es denn welche gab. Ob sie es wohl zur Hauptstadt zurückgeschafft haben? Gute Frage. Ist ein ganz schöner langer Weg. Und als Horrentia wären sie aufgefallen wie bunte Hunde. Was sie zu leichten Opfern gemacht hätte. Es ist lange her, aber der Gedanke nimmt mich mit. Alle Horrentia sind Kinder der kaiserlichen Familie. Ich verstehe nicht immer ganz, was du redest. Aber kann ich irgendwas tun, damit es dir besser geht? Ihr helft mir doch schon, indem ihr hier mit mir redet. Wäre ich allein hier, nehme es mich weit mehr mit. Oha, das kam unerwartet, aber freut mich zu hören.
Ihr seid zu bescheiden, Ryan. Genau aus diesem Grund habt ihr doch mit mir gesprochen. Kein Wunder, dass Schulk euch so wertschätzt. Genau aus diesem Grund? So ein Quatsch. Jetzt ist aber gut. Komm, wir gehen weiter. Euch erröten zu sehen ist überaus erheiternd. Ja, brechen wir auf. Habt vielen Dank, Ryan. So, und dann haben wir noch ein letztes hier in Kolonie 9. Dafür brauchen wir Ricky und Charla. Und das ist bei den Mech und Schrottplatz. So, Heldenpollen will's wissen. Charla? Erzähl Ricky von Mekon. Ricky will wissen. Von den Mekon? Warum das? Ricky weiß nichts über Geschichte von Homhom und Mekon. Ricky fühlt sich dumm, Charla. Ein schwieriges Thema. Wo soll ich nur anfangen? Da gibt es vieles. Schneller. Charla, Schneck, Schneck. Tut mir leid, Ricky. Die Mechons sind schon immer unsere Feinde gewesen. Aber wenn du fragst, warum das so ist, kann ich es dir nicht sagen. Ja, ja, Ricky weiß auch nicht. Was denkst du als erstes, wenn jemand die Mechon erwähnt? Mechon sehen aus wie traurige Maschinen. Was meinst du damit? Sie tun dir leid? Charla mag nicht, was Ricky sagt. Stirn runzelt ganz doll. Nein, ich sollte nicht böse sein. Du bist nun mal du, Ricky. Wir denken unterschiedlich. Mechon mit Gesichtern tut Ricky besonders leid. Da ist was dran, ja. Es war schockierend zu erfahren, dass in jedem ein Homs lebt. Ricky so glücklich, mit Charla und Freunden zu reisen, lernt so viel. Ricky ist meistens kleiner Angstborn, aber hat schon ganz viel gehört und gesehen mit Freunden. Und viel sehen und viel hören macht Heldenporn groß und stark. So, herzzerreißend. Wir haben jetzt auch den Erfolg bekommen, dass wir ein miserables Harmoniegespräch geführt haben. So. Dann als nächstes brauchen wir Ryan und Schulk. Und ich packe auch gleich Fiora rein, den müssen wir einmal nicht wechseln. Und zwar geht's ins nächste Gebiet, in die Tefra-Höhle. Und zwar zum Knochenkorridor. Na gut, gibt's keinen superschnellen Weg. Dann laufen wir von dem Sevilla hin. Naja, so wird jetzt auch der Rest des Parts sein. Wir werden uns jetzt halt hin und her porten und die ganzen Harmoniegespräche führen. Das sind insgesamt 63. Mal schauen, je nachdem wie schnell es geht, werde ich zwischendrin einen Cut machen und dann einen zweiten Part dranhängen. Oder wenn es recht schnell geht, eventuell sogar alle in einem Rutsch durch. Es gibt halt einige Harmoniegespräche, die recht lang sind, einige, die sind deutlich kürzer. Mal sehen, wie wir vorankommen. So, die Sache mit der Spinne.
Sieh dir das an, Ryan. Diese Säulen und Tunnel. Was für ein Anblick. Wie? Oh ja, schön hier. Und endlich weht mal ein bisschen Wind. Hey, was ist los? Nichts, gar nichts. Ich finde nur, hier drin gibt es echt viele Spinnen. Ach, stimmt ja. Du magst ja keine Spinnen. Alles in Ordnung mit dir? Du siehst nicht gut aus. Jetzt schon, ich muss nur kurz Luft schnappen. Ich weiß noch genau, wie damals deine Spinnenphobie ausbrach. Komm schon, Mann, erinnere mich nicht daran. Ich wollte dich ärgern. Das tut mir heute noch leid. Ich hätte keine Spinne in dein Hemd stecken sollen. Oh ja, das hättest du besser gelassen. Hast du eine Ahnung, wie sehr mich das erschreckt hat? Ich war völlig ahnungslos, als ich das Hemd überzog. Jetzt macht mein schlechtes Gewissen nicht noch größer. Ich habe doch gesagt, dass es mir leid tut. Ich weiß, dass du dir nichts dabei gedacht hast. Wir waren Kinder. Außerdem habe ich einen guten Grund für den Streich. Ach ja, und zwar? Du hattest mir schließlich vorher Maden in mein Bett gestreut. Und jetzt tu nicht so, als hättest du das schon vergessen. Ach das. Stimmt ja, tut mir leid. Das war böse. Vor allem, weil du schon als Kind Angst vor Maden hattest. So sieht's aus, Mann. Wir sind schon zwei Helden. In der Tat. So. Dann geht's als nächstes. Auf den Beinpass und runter zum Kniescheibenfelsen. Ich brauche eigentlich nicht mehr einsammeln, aber das ist einfach so in Gewohnheit. So. Und hier vorne haben wir das nächste Harmoniegespräch. Die vertraute Landschaft. Wow, sieh dir diese Aussicht an, Ryan. Ja, schön. Hoppla. Geht's dir gut? So ernst sieht man dich selten. Hey, auch ich kann ernst sein, wenn ich das will. Ich hab doch nur Spaß gemacht. Woran denkst du? An diesen einen Tag. An den Tag, an dem ich zum ersten Mal mit Schulke war. Was war denn an dem Tag? Einiges. Das war der Tag, an dem wir von Kolonie 9 losgezogen sind. Und der Tag, an dem ich Bjornes Knie zum ersten Mal gesehen habe. Ach so. Ihr seid losgezogen, nachdem ich entführt wurde, richtig? Ich habe eure Leben ganz schön durcheinander gebracht. Warum bist du jetzt plötzlich so niedergeschlagen? Das sieht dir gar nicht ähnlich. Naja, wenn ich nicht versucht hätte, ein Held zu sein, dann würden wir alle heute noch friedlich in Kolonie 9 leben. Ach, Unsinn. Jetzt zerbrich dir mal nicht den Kopf. Aber Ryan, ich bereue es kein Stück, die Kolonie verlassen zu haben. Und niemand macht dir einen Vorwurf für das, was passiert ist. Danke, dass du das sagst, Ryan. Weißt du was? Ich glaube, wir wären sowieso irgendwann auf die Reise gegangen. Auch dann, wenn du nicht entführt worden wärst. Ich habe das Gefühl, diese Reise war uns vorherbestimmt. Du meinst, das Monado hätte euch sowieso auf diese Reise geschickt? Ja, kann sein. Oder wer weiß. Vielleicht hättest du uns irgendwann zu dieser Reise überredet. Ich kenne dich doch. Du hättest den Mechon den Angriff auf unsere Kolonie nie verziehen. Du hättest darauf bestanden, es ihnen zurückzubezahlen. Haha. Damit könntest du womöglich sogar recht haben. Siehst du, unsere ruhigen Tage daheim werden ohnehin gezählt. Wir wären so oder so auf diese Reise gegangen. Und wenn unser Kampf vorbei ist, gehen wir alle zusammen zurück. Zurück nach Kolonie 9. Was hältst du davon? Zurück nach Hause. Ja, das machen wir. So.
Und als letztes geht's. Jetzt muss ich gerade nur schauen, wo das genau ist. Nee, das ist nicht. Hier ist es. Quelle, Kummerquelle, genau. Und zwar brauchen wir da Dunbin und Ricky. So, ein Licht in der Nacht. Dunbin? Da hängen Fäden von oben. Stimmt, sowas sieht man nicht alle Tage. Ricky weiß, was Fäden sind. Ja, was hören? Weil du es bist, Dunbin. Das ist Kraft von Äther. Hm, und weiter? Pon? Das weiß jeder, der mal eine Schule besucht hat. Du weißt doch, was eine Schule ist, oder? Dunbin meint Idol. Dunbin meint Idol. Ist doch schlauer als Ricky. Alles klar mit dir? Du siehst entrückt aus. Ricky gibt auf, weiß nichts. Ricky, das ist doch nicht weiter schlimm. Man kann nicht alles wissen. Gut. Ricky nämlich keine Ahnung von Äther. Zu oft Schule geschwänzt. Wahrscheinlich bin ich selbst nicht viel schlauer als du. Es gibt vieles auf Pionis, was niemand versteht. Wir alle haben noch viel zu lernen. Fäden erscheinen nur nachts. Komisch, warum hat Pionis so gemacht? Wer weiß. Vielleicht hat Pionis selbst den Grund längst vergessen. Grund eigentlich auch egal. Sieht jedenfalls schön aus. Da hast du recht, kleiner Freund. Ich hoffe, auch uns begegnen noch viele Naturwunder wie dieses. Ja, Ricky will noch mehr sehen, zusammen mit Freunden. So. Dann haben wir die Tephra-Höhle abgeschlossen. Dann geht's weiter zum Bein des Pionis. Und wir packen Schulk mit rein. Und dann geht's hier hin. Wir gerade erstmal schauen. Das müsste hier sein. Elysium der Fromm. Müsste Nummer 1 sein. Ja, hier ist auf jeden Fall ein Harmoniegespräch. Und das stille Interesse. Wow, die Landschaft ist hier ganz anders als am Fuß des Pionis. Hm? Wann sind diese Formationen wohl entstanden? Ich kann mich gar nicht satt sehen. Hm. Dunbin, findest du das gar nicht interessant? Doch, natürlich. Mir ist keines deiner Worte entgangen. Na, dann ist ja gut. Du sahst so abwesend aus. Du sprachst davon, wie sich diese Landschaft geformt hat. Ja, so ungefähr. Wenn dich was nicht interessiert, schaltest du einfach ab, oder? Mache ich diesen Eindruck auf dich? Ja. Bekommst du überhaupt mit, was in der Kolonie so angesagt ist? Zum Beispiel dieses neue Essen, nachdem alle ganz verrückt sind? Ach, du meinst, du sprichst von Bitterrettich? Bitterrettich, oder? Soll sehr gesund sein. Die Leute stehen sich vor dem Laden die Beine in den Bauch. Wow, so etwas weißt du? Nanu, soll das heißen, du wusstest es selbst nicht? Ich höre das zum ersten Mal. Und wer von uns war jetzt gleich der Desinteressierte? Ich hätte nie gedacht, dass du so etwas weißt. Ich bin überrascht. Ätherforschung
und was weiß ich sind ja schön und gut. Aber ab und zu solltest du auch mal aus dem Haus gehen. Das recht. Ich werde mir Mühe geben. Ja. So. Dann als nächstes müssen wir noch mal einmal tauschen und uns doch Schala reinholen. Und zwar geht's hier jetzt zur nördlichen Raguel-Brücke. Und zu diesem Harmoniegespräch. Ein Blick in die Zukunft. Kann ich dich etwas fragen? Wenn du diese Zukunftsvision hast, wie fühlt sich das an? Schwer zu beschreiben. Es ist, als würde man mich zwingen, einen Traum zu träumen. Ein Traum? Interessant. Was für eine seltsame Gabe. Ja, für Außenstehende muss sich das wirklich seltsam anhören. Ich kann es noch nicht glauben. Na, wie? Du glaubst mir nicht, Schala? So meinte ich das nicht. Wie dann? Es klingt alles so unbegreiflich. Ich kann noch immer nicht fassen, dass du über diese Kraft verfügst. Oh, verstehe. Ehrlich gesagt geht es mir nicht anders. Ich habe meine Gabe selbst noch nicht so richtig begriffen. Wenn du die Zukunft sehen könntest, Schala, welche Vision würde dich am glücklichsten machen? Der Wiederaufbau von Kolonie 6. Ich hoffe, dass wir eines Tages wieder in Kolonie 6 leben können. Sie war eine so schöne, lebhafte Stadt. Ich vermisse sie sehr. Schala. Und außerdem würde ich zu gern wissen, wer in der Zukunft an meiner Seite in Kolonie 6 leben wird. Hm, was solltest du sagen? Oh, nichts. Schurk, ich kann zwar die Zukunft nicht sehen, aber ich glaube fest daran, dass ich Kolonie 6 wiedersehen werde. Eines Tages wird sie in altem Glanz erstrahlen. Daran glaube ich auch, Schala. Ganz bestimmt wird sie das. Ja, hier sieht man dann auch, dass die teilweise zu bestimmten Zeitpunkten geführt werden sollten. Wir holen jetzt alle nach und deshalb kommt es teilweise zu so Sachen, haben wir doch schon gemacht, aber ja. Ist jetzt halt so. Dann als nächstes geht's zum Flüchtlingslager und zu diesem Harmoniegespräch. Das Erbe des Monado. Was ist los, Dunben? Es muss schmerzhaft sein, seine Heimat zu verlieren. Ich bin froh, dass uns diese Erfahrung erspart geblieben ist. Ah, du redest von Kolonie 6? Ja, es hätte uns genauso treffen können wie sie. Schurk hat uns gerettet. So ist es. Es ist unser Glück, dass er das Monado ergriffen hat. Sonst hätten wir vermutlich alles verloren. Ein Glück, dass das Monado in Kolonie 9 aufbewahrt wurde. Ja, ohne das Monado läge unsere Stadt in Schutt und Asche. Ähnlich wie Kolonie 6. Wie diese Schrotthaufen in unsere Kolonie gewütet haben. Wenn ich nur daran denke, platzt mir der Kragen. Was Schala wohl nach dem Angriff durch den Kopf gegangen ist? Ich glaube, hoffnungsvolle Gedanken. Du glaubst, Hoffnung hat sie durch die schwere Zeit getragen? Schala hat die ganze Zeit auf Gardos Rückkehr gewartet. Ihm hatte sie versprochen, die Flüchtlinge zu beschützen. Und mit ihm zusammen wollte sie die Kolonie wieder aufbauen. Die Hoffnung, ihn wiederzusehen, hat sie
Die Hoffnung, ihn wiederzusehen, hat sie am Leben gehalten. Das klingt so, als wüsstest du eine ganze Menge über Schala. Ich weiß, dass sie stark ist, stärker als ich je sein werde. Und sollte es einen Tag geben, an dem sie schwach ist, wirst du dann für sie da sein? Was, ich? Warum denn ich? Nur ein Gedanke. Gib es ruhig zu. Du wärst gerne derjenige, der sie aufhängt, oder? Themawechsel. Ich glaube, die Leute da drüben brauchen Hilfe beim Wiederaufbau. Wie wär's dann, Ben? Gut, machen wir uns nützlich. Auf geht's, Ryan. Man merkt, da ist so ein bisschen was, ja. Wir haben ein, so ein bisschen ein zweites Pärchen. So, was Ryan bedrückt. Erinnerst du dich an den Tag, als du mit Chuchu geschimpft hast? Pass auf, was du sagst. Und zeig etwas Respekt, hast du gesagt. Weißt du was? Ich fand das richtig toll. Toll? Und ich dachte, du wärst mir böse, dass ich ihn so angeblafft habe. Nein, gar nicht. Die Art, wie du geredet hast, das hat mich an Geralt erinnert. Das war ein schönes Gefühl. Aha, daher weht der Wind. Schala, wer von uns beiden ist eigentlich der Stärkere? Geralt oder ich? Du mit etwas Glück. Ha, ich hab's einfach drauf. Ja, kämpfen ist wohl die eine Sache, die du wirklich gut kannst. Wie die eine Sache? Naja, ist doch wahr. Oder etwa nicht? Jetzt sei doch nicht gleich eingeschnappt. Es war nur ein Scherz. Ich fand ihn nicht witzig. Oh je. Natürlich weiß ich, dass du auch andere Vorzüge hast. Ach ja? Was wäre denn zum Beispiel? Was denn zum Beispiel? Du bist irgendwie imposant. Irgendwie imposant? Was heißt denn imposant? Naja, ich meine, du wirkst irgendwie so väterlich. Väterlich? Erinnert mich gerade sehr an Solid Snake. Ja, du würdest einen wunderbaren Vater für Chuchu abgeben. Moment, wenn ich Chuchus Vater würde, dann wäre Schala meine... Meine Tochter? Moment, halt. Da kann was nicht stimmen. Ryan, warum schaust du Löcher in die Luft? Sag nicht, dass du das ernst genommen hast. Es war ein Witz. Ich, was? Nein, natürlich nicht. Ich nehme dich nie ernst. Du bist knallrot im Gesicht und erfindest trotzdem noch Ausreden. Ihr seid euch einfach zu ähnlich, du und Geralt. Ich nehme das jetzt als Kompliment. Weißt du was? Ich unterhalte mich wirklich gern mit dir. Und ich bin froh, dich kennengelernt zu haben. Oh, danke. Ich meine, ich freue mich auch, Schala. Ich fand das sehr lustig, gerade als er sich kurz hat wiederholt hat. So. Ah, wir brauchen nicht mal wechseln. Wir können direkt zum nächsten springen. Wir hatten jetzt ziemlich viel Ryan-Schala-Dunman-Kombi. So, und zwar hier zur Oase Ro. In diese Richtung. So, ich sag jetzt hier auch nicht immer dazu, was für einen Status man haben müsste. Man kann so ziemlich alle machen, oder man kann alle machen, sobald man die Harmonie halt maximiert hat. Man sieht es ja dann, wenn man die Gespräche führen möchte, ob man schon genügend Harmonie hat. So, Erinnerung. Ich war schon einmal in diesem Ort, ein einziges Mal. Ja, wann war das? Vor langer Zeit. Aber ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich war mit Fiora hier. Sie war damals noch ein kleines Kind. Ihr seid von Kolonie 9 hierher gewandert? Das war aber ein weiter Weg. Allerdings, wir sind in Todesangst durch die Tefra-Höhle gehastet. Und dann waren wir plötzlich hier. Was war passiert?
Ich meine, falls du darüber sprechen willst. Wie lange mag das her sein? 12 Jahre? Die Mechon hatten angegriffen und wir mussten fliehen. Ach so, ich verstehe. Ich war noch klein, aber an dem Tag. Aber an den Tag kann ich mich kaum erinnern. Die Mechon kamen unserem Haus immer näher. Es schien aussichtslos. Und dann seid ihr einfach losgelaufen? Ja, aber auf dem Weg zum Bunker blieb sie aber plötzlich stehen. Sie hatte etwas zu Hause vergessen und wollte zurück. Wurde etwas sehr Wichtiges. Sonst wäre sie sicher nie auf eine so gefährliche Idee gekommen. So ist es. Es war ein Andenken an unsere verstorbene Mutter. Wir konnten es nicht zurücklassen. Warum hast du Fiora nicht zum Bunker vorgeschickt? Du hättest allein zum Haus zurücklaufen können. Dafür war keine Zeit. Außerdem? Sie wollte sich nicht von mir trennen. Als ich sie vorschicken wollte, fing sie heftig an zu weinen. Also habe ich sie auf den Rücken genommen und bin losgelaufen. Wow, was für eine Geschichte. Du bist wirklich ein Held. Für alle Homs. Aber besonders für Fiora. Findest du? Ich danke dir, Sharla. So, dann haben wir das Bein des Bionis abgeschlossen. Und jetzt geht es weiter zur Kolonie 6. Und zwar. Geht es zum Aufzug hier. Dort ist das nächste. Oder, falsch. Nicht hier, sondern andere Seite. Hier. Beim Transportaufzug. Gesagt, wir machen jetzt noch die Kolonie 6 fertig und dann machen wir im nächsten Part weiter. Sonst wird das zu lang. So. Neue Entschlossenheit. Hey Schulk, erinnerst du dich noch an den Tag, als alles losging? Natürlich, wie konnte ich das vergessen? Dieser eine Tag hat unser ganzes Leben umgekrempelt. Einfach so, von jetzt auf gleich. In letzter Zeit mache ich mir oft Gedanken. Was wäre passiert, wenn ich das Monado schon vorher... Red keinen Unsinn. Das Monado hätte dir vielleicht Zukunft gezeigt, aber das heißt nicht, dass du sie auch hättest abwehren können. Das weiß ich doch. Trotzdem muss ich die ganze Zeit daran denken. Hätte ich nur früher die Kräfte des Monado verstanden. So gesehen stimmt das natürlich. Es geht ja nicht nur um uns. Vielleicht hätten wir alle retten können. Genau, deshalb. Mach dir keine Vorwürfe. Ich mache mir gar keine Vorwürfe. Ich weiß, was ich tun muss. Daran wird sich auch nichts ändern. Na, dann ist dir gut. Aber du bist einfach zu hart mit dir. Wenn irgendwas passiert, fühlst du dich gleich verantwortlich. Aha. Es ist so eingebildet, bin ich doch nicht. Ich weiß schon, dass meine Kraftgrenzen gesetzt sind. Na gut, so habe ich das jetzt auch nicht gemeint. Immerhin sind wir zusammen zu dieser Reise aufgebrochen. Ja, niemand soll mehr erleben müssen, was wir durchgemacht haben. Deshalb werden wir diese Welt ändern. Nicht nur mit Hilfe des Monados, sondern mit eigenen Händen. Genau, die Zukunft liegt in unseren Händen. Dafür müssen wir kämpfen. Ich allein bin nicht stark genug, um die Zukunft zu formen. Ich bin froh, dass ich dich an meiner Seite habe. Machst du Witze? Alle Völker der Welt stehen an deiner Seite. Du hast recht. Gut, dann auf. Kämpfen wir für unsere Zukunft.
dann geht's jetzt. Zum Gespräch hier. Hier muss ich jetzt ein bisschen gucken, aber ich glaube, das müsste jetzt das hier sein. Wofür wir kämpfen? Ja, das klingt richtig. Genau, richtiges Team. So. Unglaublich. Bis vor kurzem lag hier noch alles in Trümmern und jetzt? Es ist wirklich erstaunlich, wie schnell der Aufbau voranschreitet. Selbst die Bewohner der alten Kolonie sind zurückgekehrt. Was man nicht alles mit vereinten Kräften erreichen kann. Kameradschaft ist enorm wichtig. Wenn ich an die Schlacht in Stadtteil zurückdenke, ohne meine Kameraden hätte ich sicher nicht überlebt. Das glaube ich dir. Auf uns allein gestellt können wir wenig ausrichten. Je länger wir zusammenreisen, desto besser verstehe ich das. Wir alle brauchen Freunde, um stark zu sein. Ganz meiner Meinung. Ich werde versuchen, immer alles für meine Freunde zu geben. Solange wir uns gegenseitig unterstützen, können wir alles schaffen. Aha, es ist schön, dich zu reden zu hören. Allein kann ich nicht kämpfen. Na schade. Wenn ich Kolonie 9 damals alleine verlassen hätte, wer weiß. Vielleicht hätte ich es niemals so weit geschafft. Glaube mir, Schulk, auch ich hätte es alleine nicht so weit, weit gebracht. Treue Gefährten sind wahrlich durch nichts zu ersetzen. Ich habe aufgehört zu zählen, wie oft Brian meine Haut gerettet hat. Ich will genauso für meine Kameraden da sein, wie sie für mich. Als ob du nicht ohnehin jeden Tag für sie da wärst, wie kein anderer. Du hast dir nichts vorzuwerfen. Oh, danke, Danvin. Ich hoffe, ich kann auch weiterhin auf deine ehrliche Meinung zählen. Ich meine, sollte ich meinen Vorsatz je aus den Augen verlieren? Schon verstanden. Und ich hoffe, dass du dasselbe für mich tun wirst. Denn auch ich bin weit davon entfernt, fehlerfrei zu sein. Ich finde, das Harmoniegespräch ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, gut. Dann als nächstes müssen wir wieder tauschen. Und zwar holen wir Schala ins Team. Und gehen zum zur Zentrale. Das ist wahrscheinlich das hier. Ja, das ist definitiv das da oben. Das erscheint, sobald man die Kolonie fertig ausgebaut hat. So als kleine Anmerkung. Da ist es. Der Wiederaufbau. Das ist also Kolonie 6. Was für eine schöne Stadt. Nicht wahr? Das Gröbste haben wir geschafft. Bald wird alles wieder genauso sein wie früher. Bald? Ich finde, die Stadt sieht jetzt schon perfekt aus. Ich sehe schon so viele Wohnhäuser und Läden. Ja, aber die Stadt fühlt sich noch nicht wie ein Zuhause an. Die Anwohner müssen sich sicher und geborgen in ihr fühlen. Erst dann ist sie wieder die alte Kolonie 6. Sicher und geborgen. Ich kann gut verstehen, dass du so sehr an die Sicherheit denkst. Ihr habt die Kolonie schon einmal verloren. Ja, es ist mir wichtig, dass sich alle Einwohner sicher fühlen. Niemand soll Angst haben, sein Zuhause wieder zu verlieren. Das wird auch nie wieder passieren. Wie kannst du dir so sicher sein? Alle wünschen sich dasselbe. Alle Leute hier verfolgen dasselbe Ziel. Der Wiederaufbau der Kolonie vereint sie alle. Ich weiß, ich mache mir zu viele Sorgen. Ständig frage ich mich, wie lange der Frieden andauern wird, ob wir sicher sind. Verständlich, ich muss auch oft an den Angriff auf Kolonie 9 denken. Aber jetzt ist es an der Zeit, ein neues Kapitel zu beginnen. Schala, es hat keinen Sinn, ewig über
ewig der Vergangenheit nachzutrauern. Irgendwann musst du die Vergangenheit loslassen. Sonst bleibt kein Platz für all deine neuen schönen Erinnerungen. Es gibt viele traurige Begebenheiten in meiner Vergangenheit. Doch obwohl sie traurig sind, will ich eine davon nicht vergessen. Du redest von Geralt, richtig? Du hast recht, vielleicht ist es nicht an mir, das zu sagen, aber bitte tu ihm den Gefallen und behalte ihn ewig in Erinnerung. Deine Erinnerung ehrt ihn für alles, was er getan hat. Ja, ich werde ihn nie vergessen. Niemals. Danke für deine Worte, Shulk. Du hast mir sehr geholfen. Das freut mich, Schala. Komm, wir gehen zurück zum anderen. So. Dann drehen wir hier wieder einmal einige durch. Und dann geht's weiter zum Außendepot. Ah, super, das ist schön weit von allem weg. Gehen wir von hier aus hin. Ja, wir haben jetzt noch 4. Haben die Gespräche in Kolonie 6. Müssen wir so circa die Hälfte durch haben. Na, vielleicht nicht ganz die Hälfte, aber schon ein gutes Stück. Ja, gerade Kolonie 6 und Kolonie 9 haben relativ viele Quests. Deshalb, also relativ viele Harmoniegespräche. So meine ich es. So, dann die legendäre Stadt. Ein Jahr. Schon ein ganzes Jahr liegt die Schlacht im Stadttor zurück. Ja, der Kampf gegen die Mekkon hat ziemlich viel Opfer gefordert. Manchmal glaube ich fast, dass ich vom Unglück verfolgt bin. Wieso habe ich diese Schlacht überlebt? Die Schlacht, in der so viele meiner Kameraden gefallen sind. Ich bin heilfroh. Und denk mal an Fiora. Hast du vergessen, wie überglücklich sie war, dich wiederzusehen? Nein, natürlich nicht. Und wie geschockt sie war, als sie deine Verletzung gesehen hat. Erinnere ich dich daran. Es muss bitter gewesen sein. Niemand will blutüberströmt von seiner Schwester gesehen werden. Aber ob du es glaubst oder nicht, ich habe dich damals beneidet. Beneidet? Darum, dass ich an der großen Schlacht teilhaben durfte? Ich war ein Soldat der Truppe, genau wie du. Ein Soldat, der darauf brannte, sich im Kampf zu beweisen. Du warst jung, zu jung, um in den Krieg zu ziehen. Aber im letzten Jahr bist du viel reifer geworden. Du bist jetzt stark. Sowohl körperlich als auch geistig. Ach echt? Ha, eines Tages werde ich so stark sein wie du, Dandan. Und dann werde ich alle beschützen, dich auch. Das nenne ich eine Ansage. Aber denk nicht, dass ich es dir leicht machen werde. Ich werde das Feld nicht ohne weiteres räumen. Dann streng dich mal an, Dandan, Held der Homs. So, dann als nächstes geht zu den Hoffnungsfeldern. Hier direkt. Keim der Erneuerung. Hier haben die Mekkon also auch gewütet. Ja, Kolonie 9 ist vergleichsweise glimpflich davon gekommen. Das haben wir Shulk und dem Manado zu verdanken. Kolonie 6 hatte eigentlich eine starke Truppe. Aber das hat ihnen wohl nicht viel gebracht. Es ist wirklich traurig. Die Leute von Kolonie 6 tun mir so leid. Auch Schala hat jemanden verloren, den sie liebte. Es sind so viele gestorben. Die Mechon waren unbarmherzig
Ich kann ihnen nicht verzeihen. Auch wenn wir jetzt wissen, dass sie ihre Gründe hatten. Die Leute hier wollten doch bloß ihre Liebsten schützen. Sie hatten nichts verdient zu sterben. Um etwas zu beschützen, muss man etwas anderes zerstören. Eine schreckliche Logik. Die Leute in Kolonie 6 wollten doch nur ihren Frieden leben. Jetzt ist es natürlich zu spät, aber man muss sich schon fragen. Wäre eine Annäherung an Mekonis nicht früher möglich gewesen? Frieden zwischen Bionis und Mekonis? Alles wäre anders. Dann müssten wir jetzt nicht kämpfen. Wir müssten ein einfaches, friedliches Leben führen. Aber weißt du, ich denke, ich passe ganz gut in diese Welt. Mir geht es ähnlich, Dunbin. Die Welt ist so kompliziert mit all den Kriegen und Streitigkeiten. Aber es ist unsere Welt. Ich kann mir keine andere vorstellen. Hoffentlich hat Kolonie 6 nun all das hinter sich. Die Leute hier verdienen einen sicheren Ort zum Leben. Da hast du recht. Wir müssen ihnen beim Wiederaufbau helfen. So gut wir können. Natürlich, aber übertreib es nicht. Überlasse die körperliche Arbeit besser Ryan und mir. Aha, na gut. Lass uns zurückgehen, bevor Schuld sich Sorgen macht. So. Dann brauchen wir als nächstes anstatt Ryan Ricky im Team. Und es geht zum Park in der Kolonie. So, Zeit der Ruhe. Was für ein schöner Park. Er ist ganz anders als der in Kolonie 9. Park erinnert Fairrein etwas? Ja, an einiges. Schulk, Ryan und ich haben früher oft im Park von Kolonie 9 gespielt. Ricky mag Erinnerungen auch. Und Ricky mag Natur. Schöner Park. Wunderschön, nicht wahr? In der Natur fühle ich mich völlig ausgeglichen, so lebendig. Ricky auch, Ricky auch. Gras flüstert, Baum spricht. Flüstern und sprechen? So kann man es auch sehen. Du vermisst bestimmt dein Zuhause, oder? Fiora so klug. Versteht, was Ricky sagt, versteht, was Ricky fühlt. Das ist eher Zufall. Ich glaube, ich war gerade zufällig in derselben Stimmung wie du. Ryan ganz anders, motzt immer. Zu heiß und zu doofe Mücken. Tja, das sieht ihm ähnlich. Aber auch er hat gute Seiten. Man muss nur recht lange suchen. Oh, Ricky weiß, Ryan schützt seine Freunde. Wenn Schulk in Gefahr, kommt Ryan und hilft. Bums, bums. Ja, zum Beispiel. Und er hält alles, was er verspricht. Zumindest hat er gehalten, was er mir versprochen hat. Man kann ihm blind vertrauen. Ryan hat Versprechen gegeben. Erzählen, erzählen. Geheimnisse sind doof. Nichts da. Es ist unser Geheimnis. Das bleibt zwischen mir, Ryan und Schulk. Ich verrate kein Wort. Unfair. Ricky gehört zum Rude. Trotzdem kann ich dir nichts verraten. Auch wenn du drängst. Komm, gehen wir zurück. Genug geplaudert. Fiora so geheim. Ärgert Ricky. Jetzt schmoll schon mal. Fiora? Fiora? Nicht Ricky allein lassen. Warten. So, unter vier Augen. Ist das... Ah, also wir haben jetzt knapp ein Drittel geschafft. Werden eventuell doch drei Parts. Mal schauen. So. Und zum letzten. Hier in Kolonie 6.
Dafür müssen wir auch nochmal einmal kurz tauschen. Nämlich, wir brauchen Schala im Team. Dann ins rechte Arm. Dann, wie geht es eigentlich deinem Arm? Meinem Arm? Die anderen haben mir erzählt, was damals passiert ist. Vor einem Jahr im Schwertal. Es muss sehr schmerzhaft gewesen sein. Du machst dir zu viele Sorgen. Wir sind Kampfgefährten. Natürlich mache ich mir da Sorgen. Entschuldigung, so war das nicht gemeint. Aber ich habe es doch schon oft gesagt. Ich kann mich bewegen. Ich kann mich bewegen. Aber Dunbin, ich hatte noch nie gesehen, wie du deinen rechten Arm benutzt. Ich komme wohl nicht damit durch, es weiter zu verbergen. Gib es zu. Du kannst ihn gar nicht mehr bewegen. Doch, aber nicht mehr lange. Ich wusste es. Gut, dass du es endlich zugibst. Das ist wohl schon länger vermutet. Immerhin bin ich ausgebildete Truppensanitäterin. Aber noch hast du Gefühl im Arm? Da besteht noch Hoffnung. Ja, es ist nicht so, als wäre er völlig taub. Warum bittest du nicht Linada um Hilfe? Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Na, worauf warten wir dann? Lass uns zum Junks zurückkehren. Muss es jetzt sofort sein? Natürlich, ich will keine Ausflüchte hören. Auf geht's, komm mit. Sie behandelt mich wie Juju. So, dann hätte ich bis zu diesem Punkt aber gesagt, das war's mit Xenoblade Chronicles für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.